Hallo Leute, ich wollte euch heute mal wieder unter anderem die aktuellen Parts anpreisen. Dazu müsst ihr wieder einfach nur auf das jeweilige Projekt draufklicken. Dann landet ihr direkt bei dem Projekt, welches hier in dem Bild so angepriesen wird. Und ihr seht schon, diesmal habe ich selbst noch ein Blatt Papier und Stift geschwungen und das Ganze eingescannt. Wenn euch das besser gefällt, könnt ihr in den Kommentaren schreiben, whatever. Da haben wir zum Beispiel Pokémon Gelb Part 9. Da geht's runter nach Orania City. Endlich mal wieder ein Pokémon Gelb Part. Unbedingt angucken. Und ja, Sonic Adventure 2 Battle Part 4. Turbo Tails Racer. Da geht die Story diesbezüglich weiter. Wir erreichen die Pyramide und ja. Übrigens, was die Streifen in Sonic angeht. Ab Part 9 sind die dann weg. Also, ich wollte einfach nur euch 480p bringen. Ja, hab dafür doppelt so viel Aufwand betrieben und das Ergebnis war das, dass die Dateien einfach auf meinem PC total gut aussehen und auf YouTube nicht. Ich verstehe das echt nicht. Aber ab Part 9 dann werde ich es ändern. Yoshi's Island Part 46, es geht los mit den Extra-Leveln. Da könnt ihr euch auf einiges gefasst machen. Oje, oje. Metroid Zero Mission Part 4. Bomb dich durch, wir gehen direkt zu Crate, dem Endboss Crate. Und ja, Minecraft, let's show, Part 2. Relativ spontan habe ich mich dazu entschlossen, Part 2 aufzunehmen. Und ich zeige darin noch zwei andere Welten von mir. Super Mario 64, das Leben des Todes, schlägt zurück. Wir sind an derselben Stelle wie damals, als das Leben des Todes zum ersten Mal mein Leben raubte und ja, unten rechts noch Feuerrot, Free Getter Part 39. Gut. Das wär's soweit. Mario Kart habe ich jetzt nicht verlinkt. Den Cheater Part, Part 33 ist das. Findet ihr allerdings wie alle anderen aktuellen Videos auf diesem Kanal. Bei meinen Uploads habe ich die oben rechts ansortiert. Immer der aktuellste Part und ich sag's auch immer wieder, die Playlist. Tue ich, wenn ich ein Video geuploadet habe, sofort aktualisieren. Nur die Reuploads mache ich natürlich erst, wenn ein Projekt komplett hochgeladen ist. Weil sonst, das macht ja keinen Sinn. Und da haben wir momentan Harvest Moon. Yay, es war ein sehr schönes Projekt. Ihr könnt es euch unbedingt mal wieder angucken. Das machen auch einige von euch. Allerdings, ja, vielleicht der eine oder andere noch. So, was gibt es noch zu erzählen? Ah, wir waren bei Mario Kart stehen geblieben. Richtig! Der gute Cheater Mega Man X hat sich bei mir gemeldet. Und es ist wirklich sein Name auf YouTube. Bitte flamet ihn nicht oder so, ganz im Ernst. Der Name auf YouTube ist Super FX, wenn ich mich nicht täusche. Oder XF, müsst ihr mal abschätzen. Er zeigte noch mehr Videos von sich, wo er Mario Kart hackt, cheatet, seltsame Cups spielt. Ich finde es eigentlich ganz interessant. Aber wie gesagt, nicht den armen Kerl niedermachen. Himmels Willen, weil so schlimm war das jetzt auch wieder nicht, war Abwechslung. Ich ärgere mich nur wegen meiner Punkte so langsam über mich selbst. Da es auch in den folgenden Parts manchmal einiges den Bach runtergeht. Ja, ja, wir müssten mal langsam vorankommen mit den Projekten, oder? Ich habe nämlich viele neue aufgenommen. Wario Land aufgenommen. Resident Evil aufgenommen. Hab Spaß dabei. Ist echt geil. Resident Evil 2 scheint nicht allzu lang zu dauern, aber das kann ich jetzt noch nicht sagen. Und da gibt es noch mehr Projekte. Richtig geile Projekte, wo ich richtig scharf drauf bin. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich werde es noch ein bisschen hinauszögern. Nicht, weil ich es nicht anders wollte. Ja, also ich will es auch meinetwegen sofort bringen, es herausschreien, aber glaubt mir, es macht Sinn. Da habe ich noch einige Projekte in Planung. Ich sag dazu jetzt mal nichts. Oh Mann. Und was ich mir demnächst angeschafft habe, ist ein Nintendo 64 Emulator und ein Nintendo DS Emulator. Wurde Zeit. Deswegen habe ich mein Nintendo 64 jetzt auch mal in Ruhestand geschickt, also Grabber-mäßig. Weil ich denke, die bessere Qualität erzielt man wirklich mit Emulator. Und
deswegen ist mein Nintendo 64 jetzt wieder in Rente. Auch der zweite Frühling ist vorbei. Auch wenn mit Diddy Kong Racing oder Holy Magic Century noch einige Titel auf dem Plan stehen. Und da ist mal eure Meinung gefragt. Zum Spiel Holy Magic Century. Ganz im Ernst, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Nicht googeln oder so. Schreibt hin, das Spiel kenne ich gar nicht. Oder schreibt hin, scheiß Spiel. Oder ja, ganz nett. Ja. Es ist definitiv ein technisch schwaches Spiel. Ja. Es ist für meine Begriffe ein Nintendo 64 Spiel. Damals hieß es, um die Wartezeit zu Ocarina of Time zu verkürzen. Erinnere ich mich dran, so hieß es damals. Ein sehr frühes Nintendo 64 Spiel. Und für mich eigentlich die Fusion von Zelda und Pokémon. Und ich habe es ein bisschen angetestet und freue mich sehr auf das Let's Play. Es wird wohl noch dauern, es kommen zu viele andere epische Projekte. Aber mich würde mal eure Meinung da interessieren. Ob ihr das überhaupt kennt, das Spiel? Oder wenn ihr es kennt? Gut? Nicht gut? Eure Meinung ist gefragt. Und ich glaube, das wäre es auch soweit für heute alles. Okay, soweit so gut. Klickt auf die entsprechenden Projekte, was ihr gesehen habt und was noch nicht. Und wenn ihr es gesehen habt, dann klickt halt nochmal drauf. Und in dem Sinne verabschiede ich mich also, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao.